Hey Mann, cool, dass du dabei bist. Jetzt geht es darum, was du zu Frau sagen kannst im Smalltalk. Also eine Frage, die mich immer wieder erreicht hat und die auch wieder unter den Videos gestellt wurde, war, wenn ich jetzt eine Frau sehe, die mir gefällt, ich finde die super heiß, dann spreche ich die an, obwohl ich Schiss davor hatte, weil ich ein cooler Typ bin, und sage quasi zu ihr, hey, ich habe dich gerade da drüben gesehen und ich musste dir einfach hinterherlaufen und zu dir Hi sagen, weil du mir richtig gut gefällst. Hi, ich bin. Und dann natürlich dein Name. So, was kommt dann? Was ist quasi, wenn du dann blank läufst, was kannst du dann sagen? Was funktioniert nicht so gut? Und du hast es vielleicht schon mal gehört, im Grunde genommen kannst du eigentlich alles sagen, weil es nicht darauf ankommt, was du sagst, sondern wie du es sagst. Das ist aber leichter gesagt als getan, und vor allem dieses, was du sagst und wie du es sagst, das ist eigentlich mit ziemlich viel Interpretationsspielraum. Es geht einfach darum, dass du natürlich irgendwie schon versuchst, eine normale Konversation zu führen, also jetzt nicht irgendwie zu ihr hingehst und sagst, okay, da ist egal, was ich zu ihr sage, sage ich jetzt einfach nur Essiggurken, Japaner, Wurstsemmel, Bumsen, funktioniert natürlich nicht, ist für den Arsch, vollkommen klar. Aber dieses, es ist egal, was du sagst, es geht nur darum, wie du es sagst, meint eigentlich, dass du bestimmte Dinge mit deiner Stimme und mit deiner Tonlage transportierst und natürlich auch mit deiner ganzen anderen Subkommunikation. Beispielsweise, wenn du zu ihr hingehst und du sagst einfach zu ihr, hey, ich habe dich gerade gesehen und dann habe ich mir gedacht, ich spreche dich mal an und ja, hi, ich bin Marc, ja, dann klingst du von vornherein komplett aufgesetzt. Dasselbe funktioniert viel besser, wenn du hingehst und sagst, hey, ich habe dich gerade gesehen und ich fand dich einfach so hübsch, dass ich dachte, ich muss dich einfach ansprechen. Hi, ich bin Marc. Warum? Weil das eine einfach klingt, als würdest du es irgendwo ablesen, und das andere klingt irgendwie so ein bisschen vertrauensvoll und warm und sympathisch. Genau dasselbe, wenn du nach diesem Satz bist und dann zu ihr sagst, ja, okay, ja, was machst du denn heute noch? Oder ja, was machst du denn sonst so? Da hört man einfach schon von vornherein raus, dass du dir in dem Moment denkst, okay, ich kenne sie eigentlich noch nicht. Ich sollte jetzt irgendwie Fragen stellen, um sie kennenzulernen. Ich sollte jetzt etwas fragen, womit ich irgendwie herausfinde, wer sie ist. Und durch dieses Denken, was dabei irgendwie auch gleichzeitig in deiner Tonlage transportiert wird, sucht auch sie dann so einen gewissen Punkt. Einfach quasi, okay, er steht hier, ich stehe also hier, das ist der Abstand zwischen uns beiden. Und ja, okay. Das ist quasi wie wenn du so eine Route einmal eingeschlagen hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, von der einfach wieder wegzukommen. Ansonsten wirkst du einfach nur komisch und inkongruent, weil du ja vorher nicht so warst. Gehst du jetzt aber beispielsweise einfach direkt zu ihr hin und sagst eben nicht, hey, also, ja, was machst du denn sonst so? Sondern du hast quasi in deinem Tonfall drin, ja, was machst du denn sonst so heute? Wo bist du unterwegs? Dann klingst du, als würdest du mit einem guten Kumpel reden. Also mit jemandem, den du schon lange kennst. Einfach von deinem Tonfall her. Du musst ja nur überlegen, wie sprichst du beispielsweise, wenn du jemanden auf der Straße triffst, den du schon sehr, sehr lange kennst, mit dem du sämtliche Geheimnisse teilst, der einfach total dein Bro ist oder vielleicht eine gute Freundin von dir. Wie sprichst du mit denen? Im Normalfall hast du nicht diesen Tonfall drin, wo du sagst, ja, hey, ich bin jetzt total nervös, ob das, was ich sage, das Richtige ist. Sondern du sagst aber nur, hey, hey, wo warst du denn gestern unterwegs? Wir waren gestern irgendwie feiern. So war's gar nicht dabei. Und man hört einfach so quasi diese Gewöhnlichkeit in der Stimme, so die Casualness, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, um irgendwie so ein ekelhaft eingedeutschtes Wort zu bringen. Es geht einfach darum, dass es so beiläufig ist. Ja. Also dieser beiläufige Tonfall ist dann in dem Moment einfach genau das, was du transportieren willst, dass sie einfach merkt, oh, okay, irgendwie kommt dir mir so bekannt vor, irgendwie ist so das Gefühl, dass da keine Distanz da ist. Ja. Und dann sucht sie sich auch nicht einen Punkt, irgendwie, der da hinten ist, sondern sie sucht sich vielleicht irgendwie einen Punkt, der hier ist und fängt selber an, so zu reden, denn das Ganze ist einfach ansteckend. Ja. Es ist auch gar nicht groß irgendwie eine schwierige Technik oder sonst irgendwas, sondern alles, was du tun musst, ist einfach nicht, während du mit ihr kommunizierst, zu versuchen zu denken, okay, also das ist jetzt total verrückt, sie anzusprechen und sie ist ja eine Fremde, ich weiß ja gar nichts über sie, sie weiß ja gar nichts über mich, also bin ich mal lieber vorsichtig, sondern du bist von vornherein so, ey, ja, ich finde sie total nice, ich glaube, die ist cool, ich gehe da mal hin. Hey, und was machst du gerade so? Ja. Und dann kannst du sogar oft, wenn du genau in diesem Tonfall mit einer sprichst, dann hörst du oft von einer so auch, kennen wir uns? Und sagst du, nö, aber ich wollte es gerade ändern. Hi, Matteo. Also in dem Moment, wo du das so sagst, ja, wo du das einfach, man kann das auch Assuming Rapport nennen. Ja? Also das ist zum Beispiel noch was es im Pickup ewig schon gab. Aber zu Deutsch wäre das einfach nur davon ausgehen, dass einfach eine Verbindung schon besteht. Oder davon ausgehen, dass einfach schon so ein gewisses Grundvertrauen da ist, dass sie cool ist.
Und wenn du damit hingehst, dann hört man das eben, wie gesagt, raus. Ja? Und da geht es auch gar nicht so sehr darum, einfach das nur so zu machen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, also quasi, dass du irgendwie so vertrauensvoll klingst oder casual, sondern das kannst du in sämtlichen Variationen benutzen. Ja? Also ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich irgendwie so ein bisschen mehr High Energy bin und einfach zu einer hingehe und sage, hey, wer bist du? Hi! Ja? Und so ein bisschen bam, ich krache hier gerade in deine Realität rein. Und ich merke, es ist too much oder ich merke, es erzeugt zwar jetzt gerade so Aufmerksamkeit, so ihr Fokus ist voll auf mir, aber jetzt brauche ich eigentlich ein bisschen mehr Vertrauen, weil ich möchte auch irgendwie die Nummer haben. Dann komme ich zum Beispiel sofort wieder voll runter und sage, ja, okay, was steht eigentlich heute noch sonst auf der Agenda? Was machst du gerade? Und in dem Moment hast du einfach die Möglichkeit, jemanden, wie soll man sagen, im NLP heißt das Leading, also quasi im neurolinguistischen Programmieren. Du führst jemanden, indem du einfach mit gutem Beispiel vorangehst. Ja? Also du gehst quasi voran und zeigst, dass du einfach irgendwie so Vertrauen in der Stimme hast und dass da anscheinend irgendwie zwischen euch eine gute Bindung ist, oder eine Verbindung eigentlich viel eher. Ja? Und wenn sie das einfach aufgreift und sagt, okay, das ist cool, ja? Dann fängt sie an quasi dir zu folgen. Und dann hast du es einfach geschafft, dass ihr beide in so einen richtig coolen Vibe reinkommt, ohne dass du jetzt irgendwelche großen Techniken brauchst. Um jetzt vielleicht noch über die ganze, also jetzt weißt du quasi, was mit der Tonalität zu machen ist, also was da einfach wichtig ist und wie du damit arbeiten kannst. Ja, ich habe ja schon mal in einem der früheren Videos erwähnt, dass wenn du beispielsweise bei einem Satz hinten so nach oben gehst, so nervös, ist das auch scheiße, weil das einfach auch ihrem retikulären Aktivationssystem zeigt, dass du gerade eigentlich das Gefühl hast, du bist es nicht wert, mit ihr zu reden. Ja? Du bist gerade total unsicher und das ist eigentlich immer schlecht, weil sie im Grunde genommen nach Sicherheit sucht oder danach screent. Nicht bewusst, aber unbewusst ist das definitiv was sich einfach auf deine Anziehungskraft oder auf deine Attraction niederschlägt. Und wenn du das hinbekommst, dass du einfach so ganz casual und entspannt mit einer redest, obwohl du sie noch gar nicht kennst, dann wirst du merken, so innerhalb von 2 Minuten, bam, ist voll die Verbindung da. Zumindest wenn grundsätzliches Interesse schon bestanden hat oder du das aufbauen konntest in irgendeiner Form. Und das ist im Prinzip wirklich die Tonalität. Und der ganze andere Kram mit dem Gespräch selbst, also was du da einfach tun musst, das habe ich auch schon in einem vorherigen Video angeschnitten. Da geht es einfach nur darum, erstens, du möchtest sie positiv bestärken. Ja? So beispielsweise, wenn sie jetzt in das Gespräch investiert, sie bringt jetzt irgendwie in irgendeiner Form etwas wie eine Frage oder du fragst sie was und sie antwortet ausführlich oder generell einfach nur sie antwortet und lächelt dabei oder auch nur auf Basic Level sie antwortet. Wenn sie irgendwas davon macht, ja, je mehr natürlich, je besser, dann solltest du versuchen, das positiv zu bestärken. Ja? So sagt sie beispielsweise, sie kommt aus Köln, dann solltest du nicht knallhart und ernsthaft sagen, ich hasse Köln, sondern allerhöchstens, wenn du sie ein bisschen aufziehen willst, dann kannst du halt höchstens sagen, echt, du siehst so cool aus, kommst aus so einem bekloppten Kaff. Dann muss ich vielleicht lachen und dann sagst du halt, nein, Scherz beiseite, Köln finde ich super. Ja, ich bin eigentlich selber aus Berlin, aber. Ja. Also quasi, du willst einfach immer, dass was auch immer sie investiert, dass das positiv bestärkt wird, weil du möchtest, dass sie erstens aus sich rauskommt, zweitens, dass sie merkt, du findest cool, was sie sagt, also sie braucht sich irgendwie nicht unsicher sein oder sowas. Und das Nächste, was eben dazu kommt, ist, es fördert gleichzeitig wieder, dass dann wiederum mehr von der Sorte an Reaktionen von ihr kommt. Und das ist das, was du brauchst. Ja? Also quasi, du willst, dass sich viele in das Gespräch investiert. Du willst, dass sie dich fragen, dass sie dir Fragen stellt, dass sie dich ausfragt. Du möchtest einfach, dass sie selbst in das Gespräch anfängt reinzuhauen. Also quasi, dass das einfach nicht nur so eine einseitige Sache ist. Und alles, was du dazu tun musst, ist halt wirklich, wenn sie beispielsweise was sagt, dass du sagst, ah, cool, und dann das, was du sagen wolltest. Oder, ah, super, und dann das, was du sagen wolltest. Oder sowas wie, einfach nur das, einfach nur so eine kleine Bestätigung und dann kommt das, was du sagen wolltest. Und dann hast du, also das musst du nur am Anfang vom Gespräch ab und zu machen. Ja? Einfach nur, wenn du auch merkst, dass die Leute quasi nicht aus dir rauskommen. Musst du nicht in jedem Gespräch machen, wenn das Mädel schon super voll, yeah, ich finde dich mega cool ist und so, ne, dann kannst du einfach selber dich auch von der Energie ein bisschen anstecken lassen. Da brauchst du nicht irgendwie groß versuchen, irgendwas zu bestätigen oder so, das funktioniert schon von alleine. Aber das ist das Nächste, was dazu kommt. Und was dann noch dazu kommt, ist eben das auch schon erwähnte Gesprächspingpong. Also quasi, dass du nicht nur über dich redest und vor allem auch nicht nur fragst, also beispielsweise, ah, wo kommst du her? Aus Köln. Ah, Köln. Ja, was machst du sonst so? Ah, okay, du bist Krankenschwester. Okay, Krankenschwester. Ja, und was machst du heute noch? Ah, okay, ihr geht also heute noch einkaufen. Okay, okay. Und heute Abend? Ah, bist du in der Bar. Okay, ja. Was machst du, ja, normalerweise, so deine Hobbys? Das funktioniert nicht, weil damit ist es wie wenn du nimmst und du nimmst und du nimmst und es geht einfach nicht weiter. Was du aber brauchst, ist einfach, du nimmst und du gibst. Also quasi, du fragst sie was, hey, was machst du sonst so? Und sagst du, ah, cool, ja, ich bin eigentlich normalerweise und dann XY. Also das ist einfach die Gesprächsstruktur, der du dabei folgst. So wie so eine Art Ping-Pong. Und zur positiven Bestärkung und vom Ton her. Und dann hast du eigentlich wirklich erst begriffen, was gemeint ist mit diesem, es ist egal, was du sagst, es geht nur darum, wie du es sagst. Also
Zum einen, dass du es nicht sagst wie jemand, der verzweifelt nach Anerkennung sucht. Das hatte ich dir ja schon erklärt. Dann, dass du es nicht sagst wie jemand, der irgendwie so eine große Distanz zu ihr wahrt. Dass du es nicht sagst wie jemand, der irgendwie versucht, nur zu nehmen und irgendwie zu kriegen von ihr, so was er kriegen kann und nichts zurückzugeben. Und wenn du diese Dinge vermeidest und stattdessen eben einfach der cool Typ bist, der einfach rübergeht und irgendwie das Gefühl hat, sie ist cool und du willst sie kennenlernen und du zeigst ihr das einfach so ganz nebenbei, ganz beiläufig, dann machst du es richtig. Das ist im Prinzip wirklich das, wie du fast alles dazu bringen kannst, dass es funktioniert. Und das ist eben auch diese Subkommunikation, um die es geht. Und um ehrlich zu sein, vieles davon lässt sich nicht von heute auf morgen faken. Vieles davon lässt sich auch nicht von heute auf morgen lernen. Ja? Jemand, der schon eine gute Basis hat, der eigentlich ein gutes Selbstwertgefühl hat, der im Grunde genommen diese Dinge richtig macht, nur in neuen Situationen noch nicht kann, der wird das relativ schnell lernen. Der kann das vielleicht wirklich von heute auf morgen lernen. Aber wenn du jetzt noch jemand bist, der oft noch merkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder so, dann bin ich jetzt nicht der Typ, der irgendwie die ganze Zeit das Sagen hat, sondern ich bin eher der Typ, der hinterherläuft und eigentlich hofft, dass er mal was sagen darf, dann kann es einfach gut sein, dass du noch viel an deinem Selbstvertrauen arbeiten musst und an deinem Selbstwertgefühl, damit du dich selber überhaupt wirklich traust und dir selber diese Bestätigung innerlich gibst und diesen Glauben an dich selber hast, dass du dir innerlich erlaubst, so zu kommunizieren mit jemandem, den du noch nicht kennst und an dem du eigentlich interessiert bist. Also das sind solche Dinge, das hat ehrlich gesagt auch mindestens die Hälfte der Bevölkerung hat solche Probleme. Warum? Du musst dich nur mal umsehen. Wenn du irgendwie aus dem Haus gehst, siehst du überall nur Werbung, du siehst überall nur quasi sublimierte Versuche, dir irgendwie einzureden, du brauchst noch dieses Produkt und mit diesem Produkt wärst du so geil wie er, der auf dem Plakat steht und mit zwei Mädels angehimmelt wird, oder wenn du diesen dicken Audi fahren würdest, dann wären deine Kinder glücklich und würden dann fröhlich in der Schule ankommen und nicht irgendwie mit einem hässlichen Schrottkasten da vorfahren und dann werden sie gemobbt von anderen. Also die wird irgendwie mit jeder Werbung oder mit, egal ob es um Bier geht oder um Unterwäsche oder um sonst was, wird dir irgendwie gesagt, bitte konsumiere mich, denn wenn du mich kriegst, dann passiert XY. Ja? Und dieses XY sieht dann meistens aus wie dieser Typ, der sich mit Axe Body Spray vollsprüht und dann laufen ihm 50.000 Frauen hinterher. Und natürlich wird nicht in der Werbung gesagt, hey, hör zu, sprüh dich ein und dann hast du die ganzen Weiber am Start und davor bist du ein Loser. Aber es wird dir gezeigt und dein Gehirn, was mit Bildern viel besser umgehen kann als mit Worten, glaubt diesen Mist dann irgendwann. Und was passiert? Natürlich, dein Selbstwertgefühl ist nicht so hoch, wie es sein könnte. Dein Selbstvertrauen ist nicht so hoch, wie es sein könnte. Und oftmals, erst durch diese ganze Werbung, die du dir da jeden Tag reinziehen musst, wird es erstmal niedriger. Und ja, das heißt, du kommst einfach dann irgendwann an einen Punkt an, wenn du das nicht schon irgendwie nebenbei langsam machst, an dir zu arbeiten und einfach Dinge zu akzeptieren an dir, dich selber so zu mögen, wie du bist. Einfach zu sagen, okay, ich bin jemand, der versucht einfach, die beste Version seiner selbst zu sein und ich mache das schon länger. Und wenn du das tust, ja, dann kannst du im Nachhinein wirklich so zu dir sagen, okay, gut, ich akzeptiere mich, ich mag mich, jetzt kann ich zu den Mädels hingehen und dann kannst du problemlos so sein. Wenn du aber da gerade erst am Anfang stehst, dann erwarte nicht so übertrieben viel von dir am Anfang, sondern sag dir einfach, okay, jetzt weiß ich, jetzt kann ich dran arbeiten, jetzt kann ich auf jeden Fall mal nach vorne gehen und ich kann es einfach mal probieren. Ja. Ist ja auch scheißegal, wenn du zum Beispiel zu einem Mädel hingehst und du nimmst dir jetzt vor, du bist ganz entspannt und redest da mit ihr und bist so der easy-cheesy-Typ und verkackst total, was hast du denn dann verloren? Alles, was du verloren hast, ist das, was du sowieso nicht bekommen hättest, wenn du es nicht gemacht hast. Ja. Den Satz wirst du noch oft von mir hören. Und außerdem, so what? Ja. Loser sind die Typen, die nichts dran ändern. Die sagen, okay, ich habe lieber Mitleid mit mir selber, so wie es jetzt ist, bin ich noch nicht happy. Ich hätte gern den Erfolg, aber irgendwie traue ich mich nicht und deswegen lasse ich es bleiben. Und Siegertypen sind einfach die, die sagen, okay, ich bin zwar gerade auf die Fresse gefallen, aber war doch cool, ich habe es versucht, ja. Ich habe wenigstens was gemacht. Und eigentlich solltest du so an die Sache rangehen. Also egal, wo du stehst, ob du das jetzt morgen sofort kannst oder jetzt hier nach dem Video direkt anwenden kannst oder ob du erst in einigen Wochen, Monaten oder vielleicht erst nach einem Jahr da stehst, je nachdem, wo du stehst, kannst du ja immer nur einen gewissen Teil des Weges in einer gewissen Zeit zurücklegen. Je nachdem, wo du stehst, wirst du definitiv trotz allem nach einer bestimmten Zeit einfach dort ankommen und ja, alles, was es dazu braucht, ist, dass du die Dinge ausprobierst, dass du der Sache eine Chance gibst, dass du sagst, okay, ich probiere einfach, was ich kann, egal wie schlecht das ist. Und dann würde ich vielleicht noch zum Ende auf eine Frage eingehen, die mir zu einem anderen Thema auch unter einem Video gestellt wurde. Und zwar ging es darum, was, das habe ich schon sehr oft gehört. Das war ein Kerl, der gesagt hat, hey, ich bin sexuell noch komplett unerfahren. Da ging es darum, wie er quasi zur Nummer, zum Date kommt und was er dann am Date machen soll. Und dann war in dieser Frage drin, wenn er quasi dann tatsächlich mit einer Frau sexuell werden würde und hat keinen Plan davon, was er tun soll und sie merkt das dann, wäre doch voll peinlich. Und was ich solchen Jungs sagen kann, oder vielleicht auch, wenn er jetzt gerade zuschaut, diesem Kerl, glaub mir, wenn du das Problem nicht angehst, wenn du das Problem aufschiebst, egal welche Art, in diesem Fall jetzt einfach dieses Problem,
dann wird sich auch niemals was dran ändern. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht 20 bist oder du bist 25 oder so, dann wirst du auch mit 35 immer noch an diesem Punkt stehen. Ja? Ob das jetzt das ist, dass du nicht weißt, wie du Mädels anquatschen sollst und was du dann mit denen im Smalltalk reden sollst, oder ob das ist, dass du nicht weißt, was soll ich nach dem Date machen, was mache ich mit ihr in der Kiste. Dementsprechend sage ich immer, wenn du was noch nicht kannst, dann probier einfach dein Bestes, und wenn du dabei verkackst, dann geh unter. Aber geh unter mit wehenden Fahnen, geh unter mit Stolz, denn du hast es probiert und das ist Siegershit. Das ist meiner Meinung nach, was einen Sieger ausmacht. Ja? Wenn du Dinge nicht kannst und du probierst die trotzdem, du gibst dein Bestes, du machst einfach, was in deiner Macht steht, und wenn das nicht gut genug ist, fuck it, dann hast du es probiert. Okay, dann probierst du es einfach wieder. Denn der Einzige, der darüber bestimmt, ob du danach aufgibst oder nicht, bist immer noch du selber. Und meiner Meinung nach habe ich schon so oft verkackt und trotzdem kam meistens dann, wenn ich weitergemacht habe, der Punkt, den ich eigentlich erreichen wollte. Und der Punkt, wo ich im Nachhinein dann auch sagen musste, weißt du was, wenn es nicht so hart gewesen wäre, diese Sache zu erreichen, dann wäre es doch heute auch gar nichts wert. Und genau so sehe ich das auch. Also egal, wo du stehst, ja, egal, ob das der erste Teil des Videos zum Beispiel dich jetzt mehr anspricht, weil du sagst, nee, das andere Problem habe ich nicht, aber das ist ein Problem von mir. Oder ob du da stehst, dass du sagst, genau das Zweite, was jetzt gesagt wurde, ist voll mein Problem. Dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Ja. Geh unter mit Ach und Krach, aber geh unter mit Stolz, denn du hast es probiert und das ist alles, was zählt, und du wirst es schaffen. Okay, Mann. Bis dann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass ein Abonnement da. Das ist wiederum was, was ich brauchen kann für mein Feedback. Und ansonsten bitte in die Kommentare einfach nur, was du als Nächstes sehen willst, was du sonst noch so auf Lager hast, was für Themen dich interessieren würden. Und ja, mal schauen, vielleicht kann ich es einbauen. Falls ja, werde ich es tun. Bis dann, wir sehen uns.